Hallo Freunde und willkommen zu einer ganz kurzen Folge VGN Rant. Heute geht es um den Mario Kart 8 Download Content. Ich habe Bilder dazu und alle Infos. So werdet ihr tatsächlich auch Link aus The Legend of Zelda und auch den Villager aus der Animal Crossing Serie fahren können als Fahrer eben in Mario Kart. Es ist also dann eher so Nintendo Kart, das was ich mir schon länger mal gewünscht habe. Ne? Nintendo mit ihrer Smash Brothers Serie haben ja so ihr gesamtes Universum so ein bisschen ausgeschöpft und jetzt versuchen sie das wohl auch mit Mario Kart, aber eben jetzt erstmal alle Infos für euch. Und zwar wird das Ganze erstmal in zwei Download-Packs herauskommen. Das erste kommt im November 2014 und beinhaltet drei neue Charaktere. Tanuki Mario, Cat Peach und eben Link. Dazu gibt es vier neue Fahrzeuge. Zu diesen Fahrzeugen ist bis jetzt nur bekannt, dass es eben auch zum Beispiel ein Blue Falcon Kart geben wird, was die F-Zero-Reihe repräsentiert. Ob es auch an F-Zero angelehnte Strecken geben wird, ist noch nicht bekannt. Man weiß allerdings, dass es acht neue Strecken geben wird. Das bedeutet zwei komplett neue Cups und einige der Strecken werden dann auch im Zelda-Universum spielen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da Strecken aus anderen Nintendo-Franchises vorkommen, ist auch relativ hoch. Allerdings haben sie auch dann angekündigt, dass sowas wie Wario, Goldmine aus Mario Kart Wii und so weiter auch nochmal remixed wird und auch eben alte Strecken dabei sein werden, was ich persönlich sehr geil finde. Das bedeutet eben, diese Strecken dann nochmal mit den neuen Funktionen, dem Flug und Unterwasserkram und dem Gravitationsfahren, das wird alles dabei sein, da freue ich mich sehr drauf. Im Hintergrund seht ihr auch schon mal ein erstes Bild von Link auf einem Bike. Das ist sehr ungewohnt, aber ich finde, es ist eine sehr gute Entscheidung von Nintendo, so eher in diese Richtung zu gehen. Am Ende rede ich auch nochmal ganz kurz darüber, was es insgesamt für Implikationen hat, dass Nintendo das jetzt macht. Aber reden wir erstmal über das zweite Pack. Man weiß, das kommt im Mai 2015 raus. Es gibt drei neue Charaktere. Einmal den Villager aus Animal Crossing, Isabelle, also diese Hundedame aus Animal Crossing, Dry Bowser, der ja offensichtlich gefehlt hat in Mario Kart 8, wem das nicht aufgefallen ist. Und auch hier gibt es wieder vier neue Vehikel und acht Strecken. Es gibt auch dann schon Bilder davon, dass eine dieser Strecken tatsächlich in einem Animal Crossing-artigen Dorf spielt, was ich sehr cool finde. Die beiden Packs kosten euch jeweils 7 Pfund auf der britischen Store-Seite, auf denen das geleakt wurde, konnte man das einsehen. Also sagen wir mal so 9,99 € oder sowas wird jedes einzelne kosten. Und wenn ihr beide Packs kauft, dann bekommt ihr als Bonus noch 8 verschiedenfarbige Yoshis und 8 verschiedenfarbige Shy Guys dazu, die ihr sofort benutzen könnt. Also nochmal so eine kleine Dreingabe. Für mich sehr cool, weil Yoshi mein Lieblings-Mario Kart-Charakter ist. Jetzt seht ihr ja im Hintergrund schon die ganze Zeit so ein paar Bilder dazu in der Slideshow. Es gibt natürlich noch kein richtiges Gameplay dazu. Allerdings hätte ich euch das dann wahrscheinlich auch nicht zeigen können, weil ne, Nintendo ist ja immer so eine Sache mit Online und mit vor allem YouTube. Und da sind wir schon bei einem Punkt, wo ich nochmal eben kurz drüber reden wollte. Ich finde, das ist eine Sache, die ist sehr smart von Nintendo und geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Nämlich Mario Kart 8 mit neuen Strecken zu versorgen, war eh so eine Idee, wo ich mir halt gedacht habe, das bietet sich definitiv an, weil Mario Kart 8 tatsächlich ein extrem gutes Mario Kart ist und all die Features, die da mittlerweile drin sind, sich auch super auf den alten Strecken eben machen und da nochmal für viel Abwechslung sorgen, also eine sehr smarte Sache. Dass jetzt über das Mario-Universum hinausgeht, das ist insofern interessant, dass Nintendo ja jetzt diese Amiibo-Figuren, und ich glaube, jetzt kommt auch nochmal ein Bild dazu im Hintergrund, angekündigt hat auf der E3, die ihr ja für Smash Brothers erstmal primär nutzen könnt, das heißt, ihr könnt da sozusagen euren eigenen Charakter so ein bisschen hochziehen. Der ist komplett CPU gesteuert und ist eben in so einer Amiibo-Figur gespeichert, hat ein eigenes Level, den könnt ihr dann mit zu euren Freunden nehmen, so ein bisschen wie bei Skylanders eben mit den Figuren. Und das sind dann ja auch Charaktere aus dem gesamten Nintendo-Kanon und das bedeutet, kann auch gut sein, dass Nintendo jetzt öfter mal solche Mashups macht und vielleicht sind sogar diese Amiibo-Figuren für Smash Bros. Dann später auch nutzbar für Mario Kart oder es gibt eigene Mario Kart Figuren, vielleicht heißt der nächste Mario Kart Teil dann tatsächlich auch Nintendo Kart. Aber ja, ich denke mal, das deutet definitiv in diese Richtung, dass Nintendo sich überlegt, dass sie mit ihrem Universum da noch ein bisschen mehr machen können und ich finde das auf jeden Fall sehr cool. Jetzt könnt ihr natürlich gerne in die Comments schreiben, was ihr so davon haltet und auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Das hilft mir auf jeden Fall sehr weiter und kostet euch ungefähr 0,3 Sekunden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut mal auf meinem Kanal vorbei, was ich gerade so für aktuelle Serien laufen habe und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!